Ja, und ich bin's wieder, Kizuna Haran, hier mit meinem Let's Play von Shantae. Jetzt wird erstmal gedanced. Okay, die Farbe geht nicht weg, auch wenn ich mich in einen Affen verwandle. Alles klar. Einmal so. Und weiter. Ach du Scheiße. War das so okay? Ja. Ich sollte da lang. Ah, hier ist rotes Zeug. Muss ich da? Naja, hier ist jetzt auf jeden Fall das blaue Zeug. Was jetzt aber keine so gute Idee ist, weil wegen... Das sind blaue Viecher. Ich tanze mal. Wenn das Spiel mir mal erlaubt. Da ist was. Okay. Weil ich mich aber frage, wofür das war. Ah! Verstanden. Alles klar, ich hab's kapiert. So, schlau, Kizuna ist schlau. So. Aber Affe. Und zurück. So, jetzt kannst du mich mal, du dummes Ding. Erstmal hier so durchkrabbeln. Ah, ich brauch doch noch mal den Affen. Ripp. Oh. Oh. Das ist jetzt nicht so toll. Da komme ich jetzt nicht durch. Ich muss das Vieh irgendwie dahin manövrieren. Okay, aber das sollte kein allzu großes Problem sein. Jetzt, wo ich rot bin. Ich glaube, aber ich weiß, wofür jetzt diese... Na. Das erinnert dieses von wegen Rot und Blau. So diese Unterscheidung. Erinnert mich so dezent an... Dings. Die Unterscheidung zwischen Nord- und Südpol. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Schlüssel... Und ich kann da rauskrabbeln. So. Und der Raum. Das klingt ja schon so, als wäre hier wieder ein Dings. Ah, wusste ich doch. Noch ein Genie. Ah, und die gibt uns jetzt wahrscheinlich die Fähigkeit, um da durchzukommen. So, liebe Genie. Thank you for freeing me. Once I was the guardian of this labyrinth, but a terrible creature imprisoned me here. For your kindness, I will teach you a magical dance you can use to foil evil. Watch closely. Das sind... Das ist genau derselbe Wortlaut wie bei Dings. Okay, unten und dann nach rechts.
You can revive the dance moves on your subscreen. Practice hard and never forget them. Okay, dann lass es uns mal tun. Wie geil, jetzt bin ich ein Elefant! Tröti! Bumm! Wie geil! Wie cool! Ich kann auch springen als Elefant, aber nicht so hoch. Macht ja auch Sinn. Und ich kann dashen. Oh, wie cool! Ich bin ein Tröti! Okay. Das Spiel fängt jetzt wieder an, Spaß zu machen, ganz ehrlich. Oh Mann, wie cool. Ich bin Tröti. Tröti. Yay. Ich soll mich jetzt aber wieder in einen Affen verwandeln, wahrscheinlich. Also mache ich das jetzt auch? Sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Oder? Ich weiß jetzt gerade nicht. Da. Ich weiß jetzt aber auch gerade nicht, wo ich als nächstes lang müsste. Mit meiner Tröti-Fähigkeit. Komm, ich guck da nochmal nach bei Dings. Wow, das war eine Laggung. Andere Frage. Kann ich vielleicht noch etwas mit dem Tröti? Außer hier nur zu chargen. Mal ausprobieren. Nö, anscheinend nicht. Alles klar. Ich kann aber Zeug kaputt hauen. Noch einmal eben den Affenmodus. Aber cool. Ich freue mich über den Tröti. Ich freue mich über Tröti-Modus. Vielleicht gibt es irgendwie eine Art Geheimgang. Hier geht's weiter. So. Und zurück. I'm back to normal, bitches. Ich frage mich, kann ich mit Tröti auch? Na komm. Ich sehe jetzt gerade. Also mit Tröti kann ich hier nichts machen. Na gut. Oh nein. Das sieht mir dezent danach. Ich wusste es. Okay. Verreck.
Komm her. Ah, wo kommst du denn her? So schnell respawned oder was? Tschüss, Vieh. Na, dafür habe ich hier mein Herz wieder. Das ist schön. So, genau, ich habe ja jetzt den Tröti. Ja, hier. Oder war nicht unten auch irgendetwas? Nein, war da nicht. Also, dancen. Ah, sexy. Und Tröti! Ich bin blau, du kannst mir gar nichts. Alle so voll geschockt, weil ich blau bin. Hallo, Oktopus! Yay! Ich bin die Retterin der Oktopusse. Der Oktopussis. Ach du Scheiße. Komm, verreck. Och, Junge. Du kannst mir nichts. Ich habe noch einen Schlüssel gefunden. Sehr schön. Aber ich möchte noch mal hoch, weil ich bin an einigen Sachen vorbeigeschlittert. So dumm, wie ich bin. Na, hier zum Beispiel. Okay. So. Ich kann da dann nicht mehr sehr viel machen. Weil wegen... Ja. Mal sehen, ob das so geht. Zack, say. Bam. Ha, es geht so. Oh, arme Tröti. Oh, ich habe ein Secret gefunden. Mann, bin ich geil. Ich habe ein Secret gefunden. Ich fühle mich gerade so elendig geil. Lass mal gucken. Ah. Um so dahin zu kommen. Alles klar, verstehe. Lass mal auf die andere Seite gucken. Also jetzt, ich meine, warum ich nicht mehr lange machen kann, weil wegen... Zimmergenossen ist wieder da. Und bam. Bam. Ah, mit dem Tröti mach ich die kaputt. Alles klar. Gecheckt. Da ist wieder ein Raum. Wahrscheinlich war der Schlüssel dafür gedacht. Und jetzt habe ich das da aufgemacht. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Och, ja, natürlich. Huch. Und noch ein Secret gefunden. Ui. Alter, wie viele Secrets finde ich hier bitte schön? Das ist ja wow. Und hier kann ich irgendwie nicht durch. Schade. Komme ich jetzt gerade noch durch?
Dann kommen wir von der anderen Seite. Was soll's? Affe. Komm schon, brauner Affe. Dann springe ich eben so. So jetzt ja auch. So. Und zack. Ja genau, hier war das. Nochmal zurück in den Genie. Und Röti rausholen. Sexy. Ich mag Tröti. Ich würde mal sagen, Tröti kann auch austeilen. Ich mach das jetzt aber nicht. Aua! Du Scheißvieh! Wahrscheinlich hast du wieder einen Schlüssel für mich. Komm, gib ihn her. Oder auch nicht. Oder auch immer. Aber du bist gestorben, das ist auch gut. Hm. Kann ja sein, dass hier nochmal ein Secret ist. Ach du Scheiße. Was bist du denn für einen hässlichen? Was war das denn? Für ein hässliches Scheißvieh. Boah. Den mag ich nicht. Den will ich nicht nochmal sehen. Der ist doof. Also gut. Das hätten wir ja geschafft. So, dann können wir weiter machen. Hier war ja die nächste Tür. Genau. So ist es geil. Aua. Hässliches Scheiß Heißviecher. Ach ja, anderer Pol. So, kommt der nächste. Ah. Am besten ich benutze jetzt. Auch wenn es ein bisschen Verschwendung ist, aber na gut. Dann benutze ich das jetzt für die nächste Zeit. Aber ich brauche irgendwie einen blauen Pol. Wie komme ich jetzt am besten an einen blauen Pol? Ich muss mich mal eben blau machen. Zack. Endlich. So, weiter. Hier spawnen ja keine Gegner mehr. Jetzt, wo ich blau bin, können wir uns das Vieh holen. Also, was das Vieh jetzt droppt. Zack. Sehr schön. Und noch ein Key. Noch einen wunderschönen Schlüssel. So, jetzt stellt sich die Frage, wohin jetzt damit? Wo kann ich denn jetzt noch mit hingehen? Naja,
das sind Fragen, die wir uns im nächsten Part mit befassen. Weil ich sage, das war's von meiner Seite. Egal ob positiv oder negativ, aber lass doch bitte, bitte eine Bewertung da. Damit ich auch weiß, ob ich das, was ich mache, auch gut mache. Und dann sage ich das war's von meiner Seite. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. See you guys!